Moin moin Leute und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play OMSI 2 der Omnibus Simulator. Wir stehen hier mit dem frisch erschienenen MAN A20, auch bekannt als Line City Ü. Ja, von Josh vor ein paar Tagen schon vorgestellt, jetzt ist er erschienen, ich glaube in der Nacht zum Sonntag. Ja, da ist er, hat der V3D den jetzt offiziell im OMSI Forum rausgehauen. Und ja, was soll ich sagen? Wir werden da jetzt eine kurze Runde auf Winsenburg mitfahren. Die 140 ist es, glaube ich, einmal hin und zurück. Werden wir hier sehen. Da, 140 nach Burgdorf. Ja, fahren wir einmal hin und wieder zurück. Ja, so. Was kann man zu dem Fahrzeug sagen? Wir starten den erstmal. Das klingt ganz geil und das Initialisieren sieht auch ganz cool aus. Zack, da ist er initialisiert. Wir haben natürlich Innenbeleuchtung. Und wir haben eine wunderschöne Lavo-Doppelbildschirm. Das gefällt mir sehr gut. Wir schildern mal, welche Linie sind wir jetzt nochmal? Die 140 oder, ne? Hä, ich bin ein bisschen vergesslich. Linie 14000. Da sieht man dann hier oben schön, hoppala, wenn man schildert. Alter Markt, da stehen wir. 2 nach Burgdorf. Und umgeschildert. Sieht aber ganz cool aus hier. So. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ja, wie man halt. Ne, wir starten noch nicht im Motor. Wie man halt sehen kann, hier sind wieder sehr schöne Texturen. Es sieht wieder ganz knorke aus, ne? Wir haben diesmal nur das Euro 6 Fahrzeug. Weiße Matrix. Wobei, das ist eine LED. Eine LCD-Matrix, die weiß gemacht wurde. Interessant. Natürlich auch hier vorne das neue schwarze Dingens. Lässt sich, weiß ich nicht, ob sich das entfernen lässt oder nicht bei den Repaints. Scheint aber so auszusehen, als wäre das entfernbar. Bei den Repaints, die er mitliefert, ist es allerdings standardmäßig drauf. So. Wir haben natürlich Außenschwenktüren und die Überlandpodeste. Da kann man hier. Komm, wir machen hier mal die Tür auf. Und da hören wir schon direkt. Es sind C2-Tür-Sounds. Das ist mir schon so aufgefallen. Was haben wir noch? Wir haben zum ersten Mal in einem V3D-Bus, ja, haben wir. Türleuchten! Ha! Die nur funktionieren, wenn der Motor an ist. Aber. Wir haben Türleuchten. Ah! So, okay. Dann, was haben wir? Ja, genau, C2-Tür-Sounds. Ich habe gehört, er hat sich so ein bisschen Sound-Mischmasch gemacht aus Morphe's Sounds. Wenn wir nämlich jetzt hier das Ding anmachen, den Motor starten, dann hören wir Heizungssounds aus dem Citaro. Ja. Wir hören von innen einen MAN Trecker-Sound, Euro 5er Manier. Und von außen haben wir den, MAN Stadtbus Motor. Der James hat mir schon wieder zugesichert, dass es die gleiche Maschine ist. Allerdings, also dass es seit dem NL263 die gleiche Maschine ist. Da muss aber natürlich irgendwas dran verändert worden sein. Weil sonst wäre das Ding jetzt nicht heutzutage Euro 6 fähig. Damals war es Euro 3. Also da muss was getan haben sich. Das kann man nicht durch Zusatzfiltersysteme alles erzielen. Da muss man an der Maschine selbst auch was ändern. So, und der Luvanus, der hatte mir, das habe ich noch gesehen, hat mir einen Link geschickt. Das von einem Euro 6er MAN, der, ich zitiere, geil klingt. Ich habe mir das Video angetan und ich finde immer noch, der Karren klingt furchtbar. Ich sage nicht, der C2 klingt schön, aber er klingt besser als das. So, Shots fired. Ich freue mich auf den Hate in den Kommentaren. Gut, was haben wir noch? Wir haben ein schönes Brettel, wo drauf steht der Fahrplan und dass die Ticketdruckerpreise nicht immer ganz akkurat sind. Was haben wir noch? Wir haben die iBox in Grau diesmal. Springt natürlich immer schön um hier. So muss das sein. Und
Wir haben natürlich die LEDs vorne. Plus die normalen Lichter, wo die LEDs eigentlich ausgehen müssten. Aber das sind alles Kleinigkeiten. Zwei, drei Kleinigkeiten, die jetzt aufgefallen sind. Also Soundmischmasch, die Lichter und die Matrix sind alles nur Kleinigkeiten, die wirklich innerhalb von 5 Minuten behoben sind. Da ich aber kein MAN-Fan bin, werde ich mir den Stress auch nicht antun. Ist aber keine Sache, wo ich jetzt sagen würde, Mensch, der Bus ist dadurch schlecht. Der Bus ist in OMSI super, super gut umgesetzt. Und ich empfehle wirklich jedem, den zu downloaden, weil, also es sei denn, ihr seid totaler MAN-Hasser, wie ich das eigentlich bin, aber auch ich fahre ab und zu mal was anderes. Und ich muss abfahren. Und, uiuiui, das ist aber rot. Time to depart, ja. Wie gesagt, ich würde euch den Download empfehlen. Weil das Ding ist nicht verkehrt. So, und wir fahren jetzt mal noch hier. Ihr seht schon, ich bin wieder mit Maussteuerung unterwegs. Ich habe alles mit der Planung ein bisschen verkackt. Haltewünsche, sagte Josh, werden hier angezeigt. Oh, guck mal, hier wird drüber gehalten. Haben Sie nicht sowas wie eine Heizung? Da hat der Kollege sich was aus dem C2 geholt. Also aus den Darius-Bussen. Also nicht geholt, aber er hat es halt eingebaut, ne? Die Leute halten das Ticket vor. Hallo. Beziehungsweise hat es nicht aus dem C2 gebaut. Schwachsinn. Er hat doch einfach irgendwie eingestellt, dass die jedes Mal am Entwerter vorbeigehen. Ah, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, es piept. Und das scheint richtig zu sein. So, wir haben natürlich Time to Depart. Heißt, ab geht's. So, einmal hier links. Boah, was hat der denn? Unglaublich, ja. Ja, der MAN-A20 ist ein Überlandbus. You don't say. Yes, I do. Live with it, bitch. Nee, wie man schon unschwer erkennen durfte. Leider. So. Ich fahre jetzt einfach mal ohne zu gucken. Hier scheint ja nichts los zu sein. So. Komm rein. Aber er hat im Vergleich zum Stadtbus A. Ach, die wollen in den hinteren. Hat im Vergleich zu dem Stadtbus, A20, also zum MAN-Stadtbus Familien, Stadtbus A20, hat er, na sag schnell, hat er ganz schön Dings. Bums. Also er hat, nee, das wollte ich sagen. Er hat schnelle Türen. Ich kam nur gerade nicht drauf. Es piept. Ich glaube, die Lampe leuchtet. Wir werden es gleich sehen. Oh Gott. Da habe ich dem James direkt den neuen Bus, wobei er mag keine A20, da bin ich noch sicher. Da habe ich dem Luvanus direkt den neuen Bus kaputt gefahren. Ja, das würde mir ja mehr leid tun. Nee, für den Ven James, ne, hier den James Vengeance 3D James, für den tut es mir leid, dass ich seinen neuen Bus direkt kaputt gefahren habe. Was mir sehr gut gefällt, wie gesagt, die Texturen. Mir gefällt noch dazu, die Lampen hier hinten sind ausmodelliert. Das sieht sehr gut aus und macht das Ding ein ganzes Stück realistischer. So. So ist es. Ja, ich habe noch eine ganze Menge geplant, ja. An nächsten OMSI-Folgen, also da wird was ganz Schönes kommen. Mir wurde bisher, glaube ich, von James vorgeworfen, genau, mir wurde von James vorgeworfen, nach meinem Setra S319 UL-Video, dass ich ja nicht selbst kuppeln würde, sondern ich würde, wenn ich Schaltwagen fahre, nur automatisch kuppeln lassen. Das möchte ich widerlegen und fahre dann demnächst nochmal O407 bzw. MANÖL oder O307, irgendwas, was halt schaltet. Stellt euch da schon mal drauf ein.
Und... Oh, jetzt habe ich das parkende Auto rasiert. Hä? So, und was noch kommen wird... der Carsten und der James, die sitzen gerade fleißig an Werberepaints für Ruhrau. Da werde ich nochmal die 165 in der anderen Richtung, also von Merscheid aus fahren. Mit einem dieser Werberepaints. Welches das ist, sage ich noch nicht. Das werdet ihr dann sehen. Der Carsten wollte mir noch ein paar rüberschicken. We'll see. And you'll see then. Okay? Okay. Ja. Wir haben es jetzt Sonntag, gerade aktuell, beziehungsweise wenn ich jetzt mal aufs Handy starre, ist es schon Montag 0.11 Uhr, Rosenmontag 0.11 Uhr. Und ich muss sagen, ich war schon lange nicht mehr sonntags so lange wach. Allnormal heißt es dann für mich, um 10:30, 11 Sachen packen, ins Bett, ja, 5.30 Uhr aufstehen, ab nach Dortmund, ab zur Arbeit, ab zur Uni, was auch immer. Jetzt habe ich ja für Rosenmontag und den Dienstag habe ich ja frei, weil ich mich ja mit dem James in Bonn treffe, wenn ihr das hier seht. Dann ist Dienstag, dann ist die Sause auch schon wieder vorbei. Ich werde in der nächsten Aufnahme mal berichten, wie es war. Ich bin sehr gespannt. Ratter, 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 steig ein, Kollege. Komm rein. Einmal normal, bitte. Einmal normal, natürlich. Bitteschön. Oh, da wollten wir hier raus. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Woran sehe ich das denn, Mensch? Ist das gelbe Lämpchen da unten? Nee, das wäre zu schwach. Also, ich finde das ein bisschen schwach, wenn es das wirklich wäre. Wir werden mal in der nächsten Haltestelle schauen. Da sind wir dann ja da. Gleich schon an der nächsten Haltestelle. Also, wir sind dann noch nicht da. Aber wir sind gleich an der nächsten Haltestelle. So, war vielleicht ein bisschen unglücklich formuliert. Ja, ja, doch, doch. Den lasse ich erst nochmal durch hier, bevor ich fahre. Schön asozial schon mal die Kreuzung blockiert. Damit mir auch ja keiner hier meint, die Vorfahrt zu nehmen. Oder vor mir zu fahren, besser gesagt. Ich bin Linienbus, ich darf alles. Bauhaus, wenn es gut werden muss. Jo. Für mich ist quasi das halbe Wochenende gerade rum. Schön. Wenn ihr das Video seht, dann ist es komplett rum. Das ist doch nicht die Haltewunschlampe. Wo ist denn die Haltewunschlampe? Verdammt nochmal. Verdammt nochmal. Ich drück das jetzt selber nochmal. So. Ich kann gerade nicht, bin in der Aufnahme. Hier wurde geklopft. Okay, tatsächlich, die gelbe Lampe ist die Haltewunschlampe. Hätte ihn nicht gedacht. Okay, jetzt, wo man es so sieht, wird es mir bewusst. Und mir wird klar, dass es die Haltewunschlampe war. Nee, war der Scheiße. So. Wir begeben uns weiter auf unserer Reise. Ich glaube, die Bogestra hat einen ähnlichen. Wenn nicht sogar den gleichen. Das klingt nach Linguatec. Was muss ich denn hier rein, Mensch? Das ist aber dunkel. Mach mal den FX aus. Ich will ja selber noch was sehen und ihr wollt ja in dem Video auch noch was sehen. Hä? What the fuck? Da war ein Hilfspfeil. Hier geht's auch. Oh. Ja, Depot. Was ist das denn für ein Depot, bitte? Ja. Julian fährt jedem Hilfspfeil nach. Ich wollte euch ja nur mal das Depot hier zeigen. Wobei, was ist das denn für ein komisches Depot? Das ist ja winzig. Da passt ja ein. Zwei Busse drauf. Also, wenn die danach noch rangieren wollen. Den Bus sollte ich vielleicht noch sagen. Gibt's in zwei Varianten.
Euro 6 Volt, Euro 6 ZF. Könnt ihr euch frei aussuchen, was ihr fahren wollt. Das eine ist halt nur ein ZF-Getriebe. So. Morgen. So. Dann fahren wir links rum, solange es noch grün ist, wa? Aber die Spiegel laufen sehr schön flüssig mit. Muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Das, was jetzt gerade ruckelt, ist um sie nicht der Bus. Also performance-technisch scheint er ganz gut zu laufen. Gefällt mir. Aha. Das hätte ich mir im Lenkrad besser hingekriegt. Eine Sache, die ich noch erwähnen müsste. Da unser Vengeance 3D ja leider auf die Idee kam beim letzten Mal, also beim ersten Mal das Ding A37 zu nennen, obwohl es der A21 zu nennen, obwohl es der 37er war. Dann beim zweiten Mal hieß das Ding MAN Line City A21 bei V3D. Das Ding heißt jetzt MAN Line City oder MAN A20U, also Überland. Im OMSI findet ihr das Ding allerdings unter dem Hersteller V3D Lions City. Finde ich ein bisschen suboptimal gelöst, weil wenn man den 37er, den 21er und den A20er hat, dann hat man den, wenn man das nichts dran verändert, in drei unterschiedlichen Herstellern. Das finde ich persönlich ein bisschen umständlich. Da hat er nicht so ganz vorausschauend gedacht, beziehungsweise hat wahrscheinlich nicht daran gedacht, dass er mal irgendwann den 21er und den 20er noch hinzufügt. James hofft ja immer noch auf den 23er. Er ist ja auch angefangen schon. Man hat ja schon Bilder auf der Facebook-Seite gesehen, bevor sie offline ging. Er möchte jetzt den 37er ja auch nochmal remaken. Und, naja, we will see. So, komm mal rein, kannst rausgucken. Jo. Wir sind gleich schon da. Aber wir fahren ja noch zurück. Zwei Haltestellen noch. Da ist nix. Dann fahren wir schnell, bevor der uns in die Quere kommt. Guck mal, das hat doch geklappt. Perfekt getimed, möchte ich sagen. Weißt du Bescheid, Schätzelein. So. Und da ist der Hydrolüfter. Er brummt leise im Hintergrund. Hallo. Ja, ich bin ja tatsächlich im Real Life. Ja, bitteschön. Bin tatsächlich ja im Real Life schon einmal mit dem Karren gefahren. Und zwar letztes Jahr in Aachen. Von der ASIAC. ASIAC AVV Racing Team, ja. da habe ich so ein bisschen was von dem Karren gesehen. Von daher kann ich sagen, dass der gute Vengeance das schön realistisch umgesetzt hat. Allerdings, wie gesagt, immer seine diese Innenbeleuchtungsanordnung, wie ich sie jetzt zum Beispiel gar nicht kenne, beziehungsweise wie die meisten von uns das wahrscheinlich nicht kennen. Aber gut, er ist Brite. Ich glaube, da fahren die Dinger nicht rum. Die habe ich zu spät gesehen, aber hat ja noch gepasst.